Mit Cordula Grün gelang Sänger Josh 2018 der Durchbruch. Seitdem ist er aus der heimischen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Jetzt trat Josh bei der Premiere der Spring Vibes in Mürzhofen auf und lockte zahlreiche Besucher an. Erste Veranstaltung in dieser Form, Spring Vibes, soll auch so bleiben, auf Konzertbasis mit richtigen Stars. Und ich glaube, uns ist es sehr gut gelungen und die Besucher sind zufrieden. Das ist unser größter Wunsch. Und ja, wir werden schauen, was uns nächstes Jahr erwarten wird. Nach dem Auftritt von Josh war das Publikum dann so richtig in Feierlaune. Da legte Alexander Eder nach, der im Vorjahr noch beim Zeltfest in Mürzhofen aufgetreten war. Ja, das Publikum letztes Jahr war schon atemberaubend, wirklich unfassbar, geile Stimmung, aber auch die Kulisse hier ist einfach ein Traum. Wir haben uns sehr gefreut auf diesen Abend heute und jetzt ist es endlich soweit und ja, auf eine geile Party. Die Party in Mürzhofen geht nach den Spring Vibes aber direkt weiter, wenn rund um Pfingsten das legendäre Zeltfest über die Bühne geht. Nicht nur der Boden ist neu, auch sonst hat sich auf der Grabner Wiese einiges getan. Wir haben wieder neue Bars, eine gigantische Bühne, die nach dem Josh eben stehen bleibt da. Und also somit haben wir perfekte Licht-Ton-Technik, wie wir es so ja auch noch nie gehabt haben. Und ja, und unser Partyzelt, hätte ich gesagt, ist auch noch mal auf eine neue Dimension haben wir gebracht, was wirklich, wirklich gigantisch ist. Ja. Das Mürzhofener Zeltfest wird am Freitag, den 17. Mai, feierlich eröffnet.